Bei den nächsten Ermittlungen in einem Vermisstenfall werden die Kriminalhauptkommissare Klaus Schäfer und Hans Frendenberger ein brutales Familiendrama beenden. Hast du jetzt zwei Kaffee gezogen? Ja. Oh, Indianerhörer. Hey, was ist das denn? Hallo, was machst du denn hier? Hallo, komm mal her. Hä? Komm mal runter, was machst du denn hier? Hallo, hey. Hallo, Bundeswahlheim. Hallo, komm mal her, komm mal hier. Hallo, bleib mal hier. Was ist das denn hier? Ist das Ihr Kind? Ja, das ist meine Tochter. Bitte kommen Sie doch mal mit. Wieso? Was hat die denn? Shady! Es passiert hin und wieder, dass Kinder die Wache betreten, gerade wenn sie auf dem Weg von der Schule nach Hause sind. Die sammeln gerne Aufkleber und ähnliche Dinge, die geben wir ihnen natürlich. Reden auch mal ein bisschen mit ihnen. Aber dass ein Kind im Indianerkostüm hier reinstürmt, regelrecht reinstürmt und wild durch die Räume rennt, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, ich wollte eigentlich jemanden vermisst melden, der bei mir wohnt. Und ich habe das Gefühl, ah, da ist sie doch. Sadie, hi. Aber sie sagt mir nichts. Sie meinen, die weiß was? Ja, ich habe das Gefühl, sie weiß was, aber... Holen Sie doch mal her. Die Mäuschen, komm doch da raus, bitte. Hey, Indianer, komm mal her. Hier ist der Häuptling. Ich bin der Indianer-Häuptling, komm mal her. Du siehst ja verdammt stark aus. Mit Fingerspitzengefühl locken die Kripo-Kommissare das Mädchen aus ihrem Versteck. Von der Mutter erfahren sie mehr über das rätselhafte Verschwinden des Vermissten. Guck mal, das sind richtige Polizisten, die wollen dir den mal von innen zeigen. Ich habe einen jungen Mann bei mir aufgenommen. Ja. Den haben wir auf dem Spielplatz. Und der hat ein paar Tage irgendwie immer so rumgesessen und hat mich angebettelt. Was heißt junger Mann aufgenommen? Ja, also ich bin Sozialarbeiterin. Und die Kleine hat sich mit dem auch ein bisschen angefreundet gehabt. Und er macht den ganz verwahrlosten Eindruck. Wie heißt der? Simon heißt der junge Mann. Hat er auch einen Nachnamen? Nein. Doch, er ist Feldbusch. Feldkamp heißt er, glaube ich. Ja. Ich habe ihn jedenfalls aufgenommen. Ich weiß, ich hätte eigentlich zur Polizei gehen sollen, um das gleich zu melden. Aber der junge Mann war so verschlossen und hat nichts gesagt. Er machte so einen verwallersten Eindruck. Und ich wollte einfach erstmal, dass er ein bisschen zur Ruhe kommt, wissen Sie? Okay. Und jetzt ist der junge Mann auch weg, oder was? Ja, jetzt ist der junge Mann weg. Und ich habe das Gefühl, dass meine Tochter was weiß, aber sie sagt mir nichts. Und deshalb bin ich jetzt heute hierher gekommen. Wie kommen Sie darauf? Haben Sie sie gefragt? Oder? Ja, sie haben sehr gutes Verhältnis gehabt, die zwei, und kamen sehr gut miteinander aus und haben viel zusammen gesprochen. Und ich habe das Gefühl, sie weiß was, aber sie sagt immer, sie darf als Indianerin, sie darf nichts sagen, wissen Sie. Okay. Die Taktik der Ermittler geht auf. Mit seiner einfühlsamen Art gewinnt Hans Frendenberger das Vertrauen des Kindes. Schon bald erhält er von dem Mädchen einen entscheidenden Hinweis. Du, dieser Simon, das ist dein Pflegebruder? Magst du den? Ja? Den suchen wir. Die Mama macht sich schon Sorgen um ihn und du vielleicht auch. Wir wollen, dass der bald wieder da ist. Kannst du uns dabei helfen? Ich kann euch helfen. Oh. Das ist dein Teddy? Ja. Das ist dein Teddy. Und hast du den schon ganz lange? Schon wo du ganz klein warst? Hier. Okay. Komm, wir gehen noch mal zu deiner Mama. Der Teddy hier. Guck mal, hier ist er nicht niedlich. Wolltest du mir den eigentlich schenken, Jade? Oh, dein Kuscheltier. Bestimmt nicht. Ja. Hat er einen Namen? Hat keinen Namen? Ich nenne ihn immer Teddy. Und Teddy, dein Teddy, ganz, Teddy, ganz, ganz lieber Teddy, ne? Den hast du ganz doll lieb. Hä? Was ist denn da drin? Was ist das? Ist das deins? Als ich ihn dann in die Hand genommen habe und ihn umgedreht habe, fiel mir auf, dass in dem Teddy etwas drin war. Und es war in dem Teddy eingearbeitet ein kleines Diktiergerät. Und dieses Diktiergerät, wie das da reinkam, da war sie dann ein bisschen verschreckt und zog sich zusammen, sagte dann aber, das gehörte dem Simon. Darf ich mal anmachen? Ja? Mama, das wusste ich nicht. Der Zacher hat mich rausgeschmissen. Nein, ich wollte nicht. Der Zacher kann was erleben. Der schlägt dich nie wieder. Wo seid ihr jetzt? Das ist Simon. Wo macht er seine Pause? Ich hol dich da raus. Nein, Mama, mach dir keine Sorgen. Jade, du hast das nicht gehört, oder? Du darfst deiner Mama wirklich nichts davon sagen. Indianer Ehrenwort hat er gesagt oder sowas? Indianer Ehrenwort? Aber du hast dein Indianer Ehrenwort gehalten, du hast nichts gesagt. Das hast du ganz toll gemacht, aber das hilft uns jetzt, glaube ich, ganz schnell weiter, um ihn wiederzufinden. Ist das okay? Willst du mit so einem uniformierten Kollegen dir mal die ganze Wache nochmal angucken? Dann gehen wir mit Mama nochmal ins Büro. Ja? Ist das okay? Die Kripo-Kommissare ermitteln, dass es sich bei der Aufnahme um ein mitgeschnittenes Telefonat handelt.
Aufgrund der Drohung, der kann was erleben, vermuten sie, dass der Verschwundene sich an jemandem rächen will. Um das zu verhindern, müssen sie mehr über den vermissten jungen Mann ermitteln. Ja. Simon, okay. Ist mit Nachnamen, den Namen hat er Ihnen ja verraten. Feldkamp, ja. Simon Feldkamp? Machst du mal gucken? Simon Feldkamp. Hat er Ihnen mal irgendetwas von dem Namen Zacher, hier war der Name Zacher irgendwie genannt worden? Nein, er hat mir überhaupt gar nichts erzählt, wissen Sie? Also, und ich habe ihn auch nicht dauernd so bedrängt. Ich wäre auch in den nächsten Tagen jetzt zur Polizei gekommen und hätte das gemeldet, dass er bei mir ist. Aber ich wollte halt auch erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen zu dem jungen Mann. Ist das Geburtsdatum, kann das sein? Oder Sie werden es vielleicht nicht genau kennen, aber ich habe hier 1.3.2000, ja, 17 Jahre. Ja, 17 Jahre, ja. Also das weiß ich. Dann habe ich hier einen Notfeld 6 in Duisburg. Notfeld 6. Machst du auch mal nach Zacher gucken? Wie heißt der? Zacher, hat er gesagt, hier am Handy. Habe ich gar nicht richtig verstanden, Mensch. Ich habe eine Einwohnermeldeüberprüfung gestartet am PC und habe dann herausgefunden, dass es einen Günther Zacher gab oder gibt. Die Anschrift war identisch mit einer Frau Feldkamp. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass der Simon Feldkamp heißt und dass die Anschrift vom Simon identisch ist mit seiner Mutter und mit diesem Herrn Günther Zacher. Ja, das passt ja komplett. Der hat ein Rückkehrverbot für 10 Tage, das gilt noch. Mhm. Und ist wegen häuslicher Gewalt vorbestraft. Okay. Sind die irgendwie... Was hat Simon jetzt damit zu tun? Zacher. Mit der Frau? Lass mir mal die Akte kommen von AG. Ja. Da kann man jetzt im Moment nur vermuten, was Ralf, wir zusammen Ralf? Sind. Ja. Bist du so nett, ein Herr Zacher hat eine Akte irgendwie häuslicher Gewalt. Machst Günther. Du aus dem Günther Zacher, Entschuldigung. Günther Zacher. Ja, Günther Zacher. Toni Heinrich. Jetzt 14, ist gerade mal 10 Tage her. Er läuft noch. Alles gleich. Ja, danke. Laut Akte arbeitet der Stiefvater des Vermissten als Berufskraftfahrer für eine Spedition. Zur Ermittlung seines aktuellen Aufenthaltsortes nimmt Klaus Schäfer Kontakt zu dessen Chef auf. Ja, der wird Mittag machen jetzt wohl innerhalb von der nächsten halben Stunde. Mhm. Haben Sie denn irgendwie eine Ahnung, wo die immer hingehen? Oder haben Sie so ein Stammlokal, wo Sie immer essen? Oder haben Sie eine Kantine oder wo machen Sie das? Das ist Mannes Imbiss. Das ist auf der Kölner Straße hier in Duisburg. Da treffen Sie sich eigentlich immer. Ah, kenne ich. Darf ich den anrufen? Nee, lassen Sie mal. Haben Sie eine Handynummer? Ja, die Nummer kann ich Ihnen geben, ja. Ah, das ist doch nett. Haben Sie was zu schreiben? Ich habe was zu schreiben, ja. Hallo? Ja, ich habe was zu schreiben. Sie können. 1521. Die Polizei ist ja bekanntermaßen nicht nur für die Verfolgung von Straftaten da, sondern auch für die Abwehr, also Gefahrenabwehr zuständig. Und hier wollen wir natürlich versuchen, dass der Junge sich da jetzt nicht ins Unglück stürzt und möglicherweise aus Rachegelüsten den Lebensgefährten der Mutter verletzt oder Schlimmeres. Da fahren wir jetzt hin und hoffen, dass wir die Beteiligten dort antreffen. Würde ich sagen, nehmen Sie jetzt Ihre Tochter. Ja. Sie fahren nach Hause, wir werden uns auf jeden Fall bei Ihnen melden. Das wäre schön. Wir bekommen auf jeden Fall eine Rückmeldung von dem, was mit dem jungen Mann passiert ist. Ja. Und wir werden uns einfach mal rausfahren, wenn wir sehen müssen. Ja, müssen wir uns schon beeilen, ne? Sonst ist die Pause gleich vorbei. Ja. Die Kripo-Kommissare wollen verhindern, dass sich der Junge mit der Rache an seinem Stiefvater sein ganzes Leben verbaut. Da der Imbiss am entgegengesetzten Ende der Stadt liegt, bleibt ihnen nicht viel Zeit. Beim Eintreffen am Einsatzort wirkt alles friedlich. Die Beamten machen zwar den LKW aus, nicht aber den gesuchten Kraftfahrer und dessen Stiefsohn. Wollen wir reingehen? Ja. Ich gehe einmal vorne gucken. Im Innern des Imbisses bemerken die Kriminalisten den Stiefvater allein. Sie vermuten, dass sich der Vermisste versteckt, bis der Mann sich nach draußen begibt, um ihn mit seinem Angriff zu überraschen. Können wir uns mal ein bisschen umgucken? Guck mal den Parkplatz an. Hier sitzt er. Hier. Ich hab ihn gesehen. Guckt euch jetzt nicht hin. Komischer Platz hier. Das ist eine Verkaufshalle hier. Ja, ja. Nummern, die haben Nummern drin. Hey, da kommt er raus. Ja. So, wir gucken, wir interessieren uns hier für ein Auto. Für den Scheiß, ja. Und wir tun mal so, als wenn wir zum Auto gehen. Ja. Egon von 3216. Er ging in Richtung seines LKW. Kurz davor ist er allerdings abgeschwenkt und hat sich überlegt, noch zu urinieren. Das hat er dann in einer Ecke auch getan. Oh. Hast du gesehen, wo er ging? Er pinkelt da vorne. Gehen wir mal langsam hin, ne? Das ist er, wa? Das ist doch fahren, oder? Halt! Was hat er vor?
Hallo? Nein! Polizei, lass das Ding fallen. Was bist du denn hier, du kleiner Scheiße? Lass das fallen jetzt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich auch pissen, du. Ganz ich ruhig, komm, du ganz einfach. Hey, ich hab gesagt, du sollst dich auch pissen. Ganz ruhig jetzt hier, ganz ruhig, Polizei. Hau es ab, Mann! Zum Abtransport des aggressiven Mannes fordern die Beamten einen weiteren Streifenwagen an. Kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse und der Fall nimmt eine dramatische Wende. Bleiben Sie da liegen! Los! Runter. Deine Mutter ist da drin. Hinlegen. Ach du mal. Klaus, die Frau ist hier gefesselt im Wagen. Polizei, alles wird gut. Ich mach sie sofort frei. Los. Moment. Stehen Sie auf. Sind Sie ansprechbar? Ja. Moment, kleinen Moment. Mama. Ganz. Sie kommen hier sofort raus, hatten Sie. Ja, ich habe sofort auf der Liege hinten die Frau liegen sehen, die war gefesselt und zwar mit diesem Seil hier. An den Händen gefesselt und mit einem anderen Seil der gleichen Art um den Mund geknebelt. Egon von 32. Jetzt zu meiner Mutter gehen? Ja. Simon. Egon, verstanden. Ich habe euch die 15 Pfand losgeschickt, die hat Eintreff in 2 Minuten. Ja, wir haben hier sowohl die Mutter, wir brauchen einen RTW. Sieht ziemlich verbeult aus, hat also Körperverletzungen gekriegt. Wir haben auch einen RTW und für den zweiten Jungen noch einen. Wir müssen einmal kurz untersuchen. Nur einmal kurz untersucht werden. Ja, also mit RTW, freut euch an, ich melde mich neu wieder heute. Der Kollege müsste jetzt gleich Eintreff bei euch haben. Holen Sie ihn nur weg. Danke. Ich will nie wiedersehen. Aber er nimmt die anderen mit. Du Wichser, du. Ganz ruhig. Die Kripo-Kommissare erfahren, dass der Kraftfahrer seinen Stiefsohn zu Hause rauswarf. Als die Mutter ihren Sohn suchte, sah der Mann rot. Er schlug seine Freundin und hielt sie in seinem LKW gefangen. In einem unbemerkten Moment kontaktierte die Frau ihren Jungen. Was hat er Ihnen denn jetzt überhaupt gesagt? Was hatte der mit Ihnen vor? Was wollte der denn machen? Er fesselt Sie hier? Er hat gesagt, er lässt mich nicht mehr gehen. Simon! Ach, die Mutter ist da. Junge! Die Ersatzmutter ist da. Ja. Ach, Junge. Kennen Sie diese Frau? Nein. Dann erklären Sie vielleicht mal ganz kurz, warum. Er hat bei mir aufgenommen, er hat bei mir gewohnt. Woher Sie ihn kennen? Der war auf der Straße und er hat mir so leid getan. Sind Sie seine Mutter? Ich bin seine Mutter, ja. Mein Gott, was ist mit ihm passiert? Wenn der Wichser mich rausgeschmissen hat. Mein Freund gewesen. Wir werden jetzt natürlich ihn mit zur Wache nehmen. Es werden weitere Vernehmungen stattfinden. Der Simon wird weiterhin vernommen. Die Mutter, wenn sie aus dem Krankenhaus rauskommt, das Gleiche nochmal. Und wir werden versuchen, sie im Grunde genommen zu unterstützen dabei, dass sie im Grunde genommen aus den Fängen dieses Mannes rauskommt. Gut. Wir warten noch hier auf den Wagen. Ja. Ich bringe ihn schon mal bei uns im Streifenwagen. Ja, genau. Ich muss da weg. Komm. Und ich muss mit Simon da weg. Ja, deine Mutter kommt. Kommst du später wieder? Die Dame hat sich vorbildlich verhalten. Die hat sich also um ihn gekümmert. Wie wäre es, wenn Sie und Simon irgendwie erst mal ein paar Tage zu mir kommen? Das Angebot würde ich gerne annehmen. Das würde ich gerne machen. Ich sehe zu mir. Aber ganz unverbindlich, wenn Sie das Sohn haben, Ihren Sohn wieder zu sich zu nehmen, jederzeit, ne, wenn Sie den Wunsch haben. Ja, natürlich. Nein, machen Sie das. Also, mein Sohn ist kein schlechter Mensch. Nein, den Eindruck macht er ja auch gar nicht. Machen Sie das. Nehmen Sie ein paar Sachen und kommen Sie ein paar Tage zu mir. Ich habe genug Platz. Das Opfer und ihr Sohn haben sich mit Hilfe der Melderin ein neues Leben aufgebaut. Der Täter erhält eine Anzeige wegen einfacher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Freiheitsberaubung. Der Sohn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt.